Ja, Thomas, wir duzen uns. Wir sind ja schon lange Freunde. Ja, kann Da man sieht man sagen. unsere Haare auch an, dass es schon lange so ist. Also wir sind Und nicht duzen. geschäftlich jetzt eigentlich erst seit kurzem. Und da haben wir deine Beratung und deine Methodik gesehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, woher kommt das, was du heute tust und was tust du? Also vielleicht fangen wir an mit dem, was ich tue. Ich gehe in die Unternehmen rein und wir schauen uns an, wie laufen die Prozesse, immer mit der Fragestellung, wie kann ich das, was im Unternehmen heute läuft, mit den vorhandenen Ressourcen einfach effizienter machen. Und das spielt sich sowohl in der Produktion als auch in der Administration ab. So ungefähr 80% Produktion, 20% Administration. Und da setzen wir verschiedene Tools ein. Und ein ganz super spezielles Tool, was wir entwickelt haben, ist die Videoanalyse. Und die bringt uns immer Ergebnisse zum Vorschein, wo wir am Anfang selbst nie damit gerechnet haben. Wie kam es zu dieser Videoanalyse? Waren das Kunden, die das eingefordert haben, oder ist das eure Also Innovation? das kam aus einem Zwang raus, weil wir beim Kunden immer in relativ kurzer Zeit sagen müssen, wo sehen Sie Ansatzpunkte, wo können wir was verbessern? Und wenn wir nach 3 Tagen am Tisch sitzen mit Fachleuten, die schon 20 Jahre dieses Thema bearbeiten und denen nach 3 Tagen sagen, ihr habt hier und hier und hier eine Möglichkeit, was zu verbessern, dann haben die uns immer unter den Tisch diskutiert und wir hatten keine Möglichkeit, es irgendwie zu argumentieren und das eben anders darzustellen, außer mit Worten. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt einen Film dabei hätten und diesen Film noch zerlegen könnten und genau zeigen könnten, was wir meinen, und das vielleicht noch mit Zeiten belegt ist, dann hätten wir eine ganz tolle Lösung. Und daraus kam die Idee, wir brauchen ein Video, wir brauchen Zeiten, wir brauchen Struktur, wir brauchen Aufdröselung, Aufgliederung. Und daraus ist es entstanden. Aus dem Zwang, aus der Not, dem Kunden eine gute Argumentation zu geben, der erfolgen kann und die auch transparent ist. Kannst du Beispiele nennen von besonders erfolgreichen Projekten, was das den Kunden gebracht hat? Also ein Projekt, das ist jetzt erst ganz vor kurzem abgeschlossen worden. Da ging es darum, von einer Einzelplatzfertigung den Kunden zu überführen in eine Linienproduktion, dass das Material fließt und nicht in Puffer gebaut wird, um es dann wieder aus dem Puffer auf den Arbeitsplatz zu bringen. Wir haben dort Effizienzsteigerungen hingekriegt, im ersten Schritt über 50%. Und die Leute haben es fast selber nicht geglaubt, bis wir es dann ausprobiert haben. Und hinterher haben die Mitarbeiter sogar gesagt, das war jetzt mal richtig gut, das hat richtig Schön. Spaß gemacht. Also es geht auch nicht darum, dem Mitarbeiter zu sagen, mach es einfach schneller. Wenn du doppelt so schnell arbeitest, dann geht es halt auch doppelt so schnell. Sondern dem Mitarbeiter beizubringen, wie wenn er es intelligenter zusammenbaut, kriegt er hinterher mehr raus, ohne sich besonders anzustrengen. Jetzt habt ihr ja dieselben Methoden wie wir in der technischen Dokumentation. Ihr versucht auch Abläufe zu standardisieren und sie zu strukturieren. Und damit lag es ja auch sehr nahe, dass wir eure Methodik, eure Videoanalyse für Recherchezwecke einsetzen. Und auch hier haben wir Szenarien entwickelt, in denen das besonders großen Nutzen bringen kann. Beispielsweise die räumliche Trennung von Recherche und Umsetzung in der technischen Dokumentation. Was für Ansätze, was für Use Cases gibt es denn, für die diese Methodik, diese Videoanalyse besonders gut in der Recherche geeignet ist? Geht das nur in Richtung Prototypenbau, geht das in Richtung Fertigung oder kann man das auch in Service-Szenarien verwenden? Also ich sage immer ganz flapsig, du kannst damit alles aufnehmen und strukturieren und aufbereiten, was sich bewegt. Das ist völlig egal, was es ist. Wenn sich was bewegt, kann man damit einen sehr großen Nutzen stiften. Auch Also Softwareoberflächen? Softwareoberflächen, wir haben es in administrativen Prozessen gemacht, also wo es darum geht, welche Ordner, welche Papiere werden bewegt, was wird eingetragen. Wir haben es mit Bildschirmmasken gemacht, zu sehen, was wird wo in welche Bildschirmmaske, mit welcher Reihenfolge eingetragen. Wir haben es mit im Management-Team sogar einmal gemacht, als Management-Team gesagt, filmt uns mal und sagt uns hinterher, wie effizient waren wir. Also es ist überall vorstellbar. Für die technische Redaktion ist es sehr wichtig, dass sie auch das Anwendererleben, das sie versucht zu beschreiben, zurückgibt in die Entwicklungsprozesse. Kann auch dort dieses Werkzeug helfen? Also auch in der Entwicklung ist das natürlich ein guter Punkt, weil wir immer wieder feststellen, dass nämlich das, was praktisch am Shopfloor passiert oder eben in den Services oder so, dass das manchmal eben aus der Theorie, aus der Entwicklung raus anders gesehen und anders aufbereitet ist. Und da haben wir durch diese Art, wie wir es aufbereiten, natürlich eine sehr gute Rückkopplung, wo wir dann mit dem Ergebnis zum Entwickler gehen können und sagen, guck mal, das ist das Ergebnis.
Und das hat Folgendes gezeigt und folgende Unterschiede zur Theorie eben gebracht und damit die Verzahnung eben zwischen Shopfloor und Entwicklung wesentlich enger zusammenbringen und damit auch die Zeiten und die Effizienzen wieder steigen. Zusammengefasst, was versprichst du den Kunden in der Zusammenarbeit mit Tanner? Ich verspreche den Kunden, wenn wir in dieser Art und Weise, wie wir es besprochen haben, zusammenarbeiten, werden sie Effizienzen erreichen, die sie mit dem Geld, was sie dafür bezahlen müssen, die das lange aufwiegen. Das haben sie innerhalb von 2 bis 3 Monaten, hat sich das Geld, was sie investieren, amortisiert und sie kriegen das jedes Jahr wieder. Dankeschön.